Deine Rede sei Ja, Ja und Nein, Nein. Und alles, was dazwischen ist, ist von übel. Also auch ein Vorwort. Andererseits ein neues Format, ein neuer Ansatz. Damen und Herren, long time no see. Ja, über die letzten 3 Jahre habe ich an einem Buch gearbeitet. Ich beschreibe darin die apokalyptischen Reiter des 21. Jahrhunderts. Naja, der Weltuntergang ist jetzt gerade so in Mode. Als ich ungefähr Ende 2016 mit dem Thema begonnen habe, war die Migration gerade das Drängendste. Die öffentliche Aufmerksamkeit in Sachen Ökologie dümpelte so vor sich hin, Platz 8 unter den wichtigsten Problemen. Die Grafik zeigt, dass die öffentliche Meinung einen kurzen Atem hat. Heute hü und morgen, was schert mich mein Geschwätz von gestern? Ist die Öffentlichkeit wie ein Fähnlein, wie ein Lämmerschwanz? So ist die Realität dagegen eher wie eine mächtige Mätresse, die sich gern mit den herrschenden Verhältnissen ins Bett legt. Ihre ebenso konservative wie fundamentale Leistung besteht darin, die Verhältnisse, wie sie sind, zu legitimieren und stillzustellen. Oder, wie Armin Nasseyi es sagt, nur das Mögliche ist möglich. Das ist natürlich keine philosophische Wahrheit, sondern ein ganz hinterhältiger Unsinn. Denn vor allem soll der Satz das Unmögliche in den Bann schlagen. Es zu erreichen, das Unmögliche, eine Disruption, dazu braucht es ein Reality Distortion Field, eine schumpetersche Kraft, der es gelingt, den Tong-Gedanken ihren Ankerstein zu entreißen, den Glauben daran nämlich, dass es so sein muss. Steve Jobs, heißt es, verfügte über diese Kraft. Nun, das Beste, was ein Reality Distortion Field erreichen kann, ist, genau diejenige Realität zu zerstören, deren zerstörerisches Beharren mit Macht und mit Ignoranz und mit Dummheit korreliert. Die heute herrschende Realität ist von genau dieser Natur. Denn die Welt, wie sie ist, funktioniert doch hier und da eine Challenge, eine Herausforderung. Ja, aber. Und geredet wird viel und Papier ist geduldig. Die Probleme dagegen, die wir als Welt und jeweils als Gesellschaft haben, sind nicht bloß Herausforderungen. Sie sind gewaltig, schnell und haben einen längeren, einen langen Atem. Sie gehen nicht weg, nur weil die Presse gerade nicht hinschaut. Mit diesen Problemen, so meine ich, müssen wir uns beschäftigen. Ja, wir kennen sie, natürlich. Aber doch nicht so wirklich. Das ist doch die Sache der Experten. Reicht das? Teil 1 meines Buches analysiert den Stand dieser Probleme. Tatsächlich ist dieser Teil schon seit 1,5 Jahren fertig. Sagen wir plus minus, ja, ein bisschen Redaktion, Lektorat und so weiter und wartet darauf, dass ich mit dem Teil 2 zu Potte komme. Der wird einfach nicht fertig. Da geht es um Lösungsvorschläge. Ja, kein Wunder. Die Probleme sind schneller aufgezählt als gelöst. Inzwischen hat sich die öffentliche Meinung darauf besonnen, das kommende Klima zu fürchten. Mit Recht.
Natürlich. Nur leider fallen jetzt, wie damals die Ökologie, fallen jetzt wieder andere Risiken unter den Tisch. Das ist falsch und gefährlich. Die Realität ist ein Gesamtkunstwerk. Und wer ihr an den Kragen will, muss das Ganze im Blick halten. Ein Reality Distortion Field nun, das erfolgreich sein will, sein soll, muss darüber hinaus an den unzähligen kleinen Bindungskräften angreifen, mit deren bigotter und hilfloser Hilfe sich die Mehrheiten an der Realität festhalten. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und übrigens gilt das auch für mich, wie für dich. Die Bindungskräfte versammeln sich unter so volksnahen Parolen wie »Et hätt noch immer gut gegangen« oder »Nach mir die Sinnflut«. Aber sie bevölkern auch Konferenzen und Arbeitskreise. Dieser Lebenshaltung, dieser zur Einstellung geronnenen Weisheit ist mit einem Argument nicht beizukommen. Es braucht vielmehr eine regelrechte Feuerwand von Argumenten. Und wenn möglich im Loop. Das soll dieser erste Teil leisten. Ich gehe jetzt so vor, dass ich hier, und für das YouTube-Publikum gibt es eine eigene Edition, dass ich also hier jeden Tag eines der Ergebnisse meines Research als Chart of the Day vorstelle und mit einem kleinen Video erläutere. Das sind 4 Kapitel, eine ganze Menge Charts, die du als Teaser verstehen sollst. Sie erzählen schon die ganze Geschichte, nehmen aber argumentativ eine Reihe von Abkürzungen, die im Buch nachgeliefert werden. Deswegen stelle ich den Buchtext des Kapitels jeweils am Ende einer Chartsequenz, jeweils am Ende einer Kapitelchartsequenz, als PDF zum Download bereit. Ja, alles klar, oder? Fangen wir an.